Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von der evolutionären Algorithmik-Tutorial-Reihe. So, in der letzten Folge haben wir ein paar Muskeldings da generiert. So, was ich gerade hier mal mache, in population.pop. Was ich hier gerade mache, ist, ich mache das gerade mal ein bisschen schöner hier. Print indie. Bam. Zack. So, also, was wir hier letzte Folge gemacht haben, ist, wir haben die Individuen sozusagen mit einem Score belegt. Dieser Score heißt oder ist 0 oder sehr nah an 0, wenn die Individuen sehr schlecht sind, wie zum Beispiel hier 0,01. 0,02 und so weiter und so weiter und so fort. Und nahe 1, wobei das irgendwie dann doch, ich muss mal gucken, da muss ich nochmal, glaube ich, an dieser Funktion nochmal dran arbeiten, weil dieser ist hier 7, ja, 1 durch 7 ist, die Funktion fällt sehr schnell. Naja, auf jeden Fall. Richtig. 1, also im Prinzip sehr nahe an 1, wenn ja, wenn unsere Individuum halt sehr gut performt hat. So, der Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen schlechte Individuen aussortieren, damit die sozusagen aus diesem Genetikpool entfernt werden. Wie machen wir das? So, wir haben ja hier schon mal sagen, genau, das haben wir gemacht. Was wir hier rein theoretisch gesehen machen wollen, ist Self-Score ausgeben. So, weil wir jetzt nämlich Folgendes machen. Wir stellen eine Variable Self-Score. Ist gleich None. So, if Self-Score is not None, return Self-Score. So, und du sagst hier Self-Score ist gleich das da. Ich glaube, ich mache ja doch nochmal Klammern drum, um das zu signalisieren. Richtig. Also, was ich hier gemacht habe, ist nichts anderes, als ich habe die Sache nochmal in der Score-Variable abgespeichert. Genau. Also, jetzt müssen wir in dieser Population einmal eine Evaluate-Funktion schreiben. Jetzt fragt ihr euch, hä, warum muss das in der Population passieren? Naja, wir müssen ja im Prinzip in der Population später sagen können, hier Population, entwickel dich mal. So, das machen wir dann mit einer speziellen Funktion, die wir hier unten dann aufrufen werden. Auf jeden Fall, zu einem Entwicklungsschritt, haben wir ja schon gesagt, gehört halt dieses Auswerten. Das heißt, wir müssen dann im Prinzip jetzt nochmal in dieser Population sagen, um eine Population auswerten zu können. Es hört sich rein theoretisch gesehen jetzt trivial an, aber um eine Population auswerten zu können, müssen wir erstmal alle Individuen dieser Population auswerten. Dä-dä. Weil dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, wir haben jetzt alle Individuen ausgewertet. Wie wär's, wie wär's, wenn wir sozusagen dann einfach die Populations... Ja, im Prinzip einen kompletten Score von der Population ausrechnen. Auch wieder zwischen 0 und 1. Genau, auf jeden Fall. Was wir jetzt einfach sagen, ist for indie in self pop. Also das heißt, für jedes Individuum in dieser Population möchten wir Folgendes machen. Haltet euch fest, indie.evaluate. Theoretisch gesehen könnte man diese Muscle Mass Aim hier als Parameter hier in diese beiden Funktionen reinschmeißen, aber wir lassen das Ganze mal so drin. Genau. Also, was jetzt passiert ist, ganz einfach. Genau, das können wir natürlich jetzt nicht mehr einfach so ausgeben, weil das müsste man natürlich dann erstmal berechnen. So. Genau. Das heißt, wir geben einfach nur die Muscle Mass aus. So, was wir jetzt machen könnten, wäre sowas wie population.evaluate. Bam. Und jetzt könnte man sowas machen wie print Population.score, wenn das hier in der Evaluate-Funktion gesetzt wird. Also, was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir sagen einfach score ist gleich sum
Also ich kann ja erstmal speichern wir hier folgendes. Also. Self size wollte man. Sollte man vielleicht mal speichern. Aber wir speichern erstmal die Populationsgröße ab. richtig. Und dann, was wir hier machen, ist sagen self size. Also, dann sagen wir hier size if size größer 1, größer 0, else 1000. Das ist sozusagen die Default Size. Genau, was wir eigentlich sagen wollen, war folgendes. Wir wollen die Summe. Und zwar, die Summe über i.score for i in self-pop. Also im Prinzip sagen wir nichts anderes als, wir wollen die Summe über alle Scores aller Individuen haben. So, und das dividieren wir durch die Länge. Self.size, bam. Und das natürlich auch in self.scores speichern. Bam. So, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip hier eine Zahl rausbekommen, die eine, im Prinzip diese Fitness-Funktion oder diese Evaluate-Funktion, die wir hier für das Individuum geschrieben haben, auf eine komplette Population extrapoliert sozusagen. Also, das heißt nichts anderes als, es nimmt die Summe aller Individuen-Populationen und teilt es durch die. Durch die Size halt. Was das nichts anderes ist, ist, wir haben geguckt, was ist sozusagen die durchschnittliche Fitness oder die durchschnittliche Angepasstheit eines Individuums. Genau. So. Trotzdem zurück zu unserem eigentlichen Populationsdingsbums. Punkt Pop. Richtig. Also. Was wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt die Individuum nach Individuen, die wir hier sozusagen drin haben. Ich könnte ja mal gerade. Haltet euch fest. Ich könnte mal doch gerade hier. Ne, das machen wir doch gerade mal hier. Also, wir machen folgendes. Und zwar, if self.score. Also, wenn der Score ist none, dann sagen wir self.evaluate. Bam. So, also. Dann können wir nämlich unsere Dings wieder hier reinmachen. Self.score. Und sagen dann score. Bin ich doof. Genau. Und das wollen wir immer noch. Ja, sagen wir jetzt mal 5 Nachkommastellen. 5 Nachkommastellen ist eine gute Idee. Size 100, das ist natürlich auch das, was wir wollen. Genau. Also. Dann auch hier wieder. For I in population.pop print I. Bam. So, also, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen unsere Population, die ja im Prinzip aktuell aus random Individuen besteht, sortieren. Das heißt, die fittesten sollen ganz oben stehen und die ungeeignetesten sozusagen sollen ganz unten stehen. So, und da muss ich gestehen, da gucke ich gerade mal in den Code rein, den ich geschrieben habe. Wie gesagt, ich habe das schon einmal ganz vorgearbeitet. Und zwar gibt es dafür die Möglichkeit, einmal zu sortieren. Richtig. Das wollen wir rein theoretisch gesehen auch noch machen. Genau. Also, ich glaube, ich lagere das einfach in eigene Methode aus. Genau, wir sortieren sozusagen die Population einmal nach ihrem Score. So. Und dafür sollte man vielleicht die Evaluate-Funktion self.evaluate vorher ausführen. Damit auch alle Individuen sozusagen einen sowas haben. Genau. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine weitere Funktion aus unserer Python-Bibliothek. Und genau. Also. Ich zeige das Ganze jetzt mal kurz an 10 Individuen sozusagen. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen population.evaluate. Genau. Und dann sagen wir population.sort. Ich gehe jetzt einfach mal. Ne, pass auf, ich mache das anders. Ich mache das so, wie ich das gemacht habe. Ich habe das in der anderen nämlich zusammengebastelt. Weil das macht eigentlich. Also, eigentlich macht es keinen Sinn. Die Populationen zu sortieren, wenn sie nicht evaluiert sind. Deswegen
würde ich sagen, gehört das zu der Evaluate-Funktion mit dazu. Man kann es, wie gesagt, auch auslagern. In der eigenen Funktion macht wahrscheinlich Sinn, wenn dieser Sortieralgorithmus zwischen gut und schlecht sozusagen, wenn der noch ein bisschen schwieriger wird, als einfach nur zu sortieren nach der Score-Variable. Auf jeden Fall, was wir, wie gesagt, machen wollen, ist das. So, genau. Und dann zeige ich euch mal den Unterschied. So. Sollte vielleicht eine Möglichkeit, das zu unterscheiden, einbauen. Also print. Ja, machen wir mal einen schönen Strich da rein. Einen schönen Strich, einen schönen Strich. Bäm. So, jetzt haben wir hier irgendwo in dieser schnicken Datei gibt es einen Strich. Warum sind das jetzt 10? Warum sind die 10 so viele? Oder der Strich muss doch hier auch irgendwo drin sein. Ne, das ist viel zu viel. Ich glaube, da ist irgendwas falsch. Also, wenn Size kleiner ist als 0. Ja. Okay. Wenn Size größer ist als 0, logischerweise. Okay, das sieht schon wesentlich sinnvoll aus. Ich kopiere mir das Ganze mal hier in eine neue Datei. Stimmt. Dann können wir nämlich das Fenster hier schließen. Genau. Also, was passiert ist, hier, das ist die Population sozusagen in der rohen Reihenfolge, die dann ausgewertet wurde. Also hier ist ein Score, hier ist ein Score, hier ist ein Score. Und was jetzt gemacht worden ist, die Population wurde sortiert. Das heißt, die Individuen mit dem schlechtesten Score wurden nach oben sortiert und die Individuen mit dem besten Score nach unten. Sieht man ja auch hier. 3 ist logischerweise sehr weit weg von 100. 5 auch. Das ist nämlich hier 97, 95, das ist 92 weg, das ist nur 70 weg und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Theoretisch gesehen könnte man das ausgeben anstatt des Scores. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Genau. Und zwar Self, nicht Self Muscle Mass. Das ist eine bessere Idee. Also, Muscle Mass minus Muscle Mass Aim. Perfekt. Genau, das wäre dann, glaube ich, das Sinnvollste. Also das heißt, hier sieht man zum Beispiel, 9 muss natürlich logischerweise nach oben. Auch hier wäre ein Absolutwert sehr hübsch. So, 9 muss natürlich nach, ne halt, 9 muss nach ganz unten, klar. Also, die großen Werte kommen nach oben, weil da ist der Abstand zwischen der gewollten Muskelmasse und der wirklichen Muskelmasse halt groß. Das heißt, die müssen nach oben, das sind die schlechten. Und die mit dem kleinen Wert, die müssen nach unten. Also hier als der kleine Wert. Das heißt, hier sozusagen der Abstand ist zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Individuum. Das hat eine Muskelmasse von 99, das ist ja fast 100. Deswegen muss das im Prinzip ganz nach unten. So. Warum nach unten? Das ist eine gute Frage. Eigentlich. Okay, wir killen von oben. Okay, das geht auch, ja. Ne, wir killen von unten. Glaube, wir müssen das doch umdrehen. Das weiß ich aber gerade nicht, wie das geht. Oh. Ja, soweit habe ich nicht vorgedacht. Also normalerweise, klar, so macht man das Ganze. Genau, also diese Score-Variable braucht man rein theoretisch gesehen nicht, weil diese Populationsscore. Naja, theoretisch gesehen kann man das natürlich auch. Nee, das sollte man nicht. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt die Sachen voneinander trennen, das, was ich aktuell als Problem habe, ist, wenn wir diese Evaluate-Funktion von anderen Sachen trennen, kann es sein, dass wir versuchen, auf Scores zuzugreifen, die nicht berechnet worden sind, weil halt dieses Individuum vorher nicht evaluated worden ist. Was man natürlich machen könnte, ist, man könnte hier einfach sagen, evaluate. Das wäre eine Möglichkeit. Dass man einfach hier dann sagt, evaluate. Egal. Auf jeden Fall. So weit, so gut. Also, wir haben jetzt unsere Population sozusagen. Nee, das ist richtig. Wir killen, das ist richtig. Das ist richtig. Nee. Die Individuen mit dem besten Score, hier in unserem Falle 93? Nee. Egal. Ist egal. Also, die Individuen mit den besten sind am Ende. Müssen wir jetzt einfach akzeptieren. So. Okay. Die Individuen mit den besten Muskelwerten sind am Ende und die Individuen mit den schlechtesten Muskelwerten sind oben. Zack. So. Theoretisch gesehen, was man ganz einfach machen kann, ist self.pop. Es ist nicht das Schönste. Es gibt da eine Möglichkeit, den Sortieralgorithmus
umzudrehen. Das werde ich für die nächste Folge auf jeden Fall mal recherchieren. Aber was wir machen können, ist, wir können sagen, Self-Pop ist de-reversed. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. So. Bam. Das heißt, jetzt sollten die mit dem guten Score oben sein. Richtig, das sind nämlich hier 93 ist 7 nur entfernt. Und so weiter. Das heißt, 91 ist ganz schlecht als Score. Genau. Also ich glaube, ich sollte das doch nicht Score nennen, sondern Abstand. Dist. Genau. Wenn die Sache hier groß ist, ist es schlecht. Perfekt. So. Das heißt, wir haben unsere Population jetzt schon mal so sortiert, dass die Guten vorne sind und die Schlechten hinten. Das macht mehr Sinn. So, was wir jetzt nämlich machen, ist der nächste Schritt. Also diese ganze Populationsprinten-Gedöns hier machen wir mal raus. Also, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt jedes Ding in unserer Funktion sozusagen ausgewertet und sortiert. Wie gesagt, theoretisch gesehen kann man hier dann noch das Ganze splitten. Das heißt, man gettet halt nicht den Score, sondern man gettet halt irgendeinen Getter. Das kann man alles machen. Später. So, was wir jetzt machen möchten ist, jetzt kommt der Trick in der Sache. Wir haben Generation ausgewertet. Check. So, jetzt kommt die natürliche Selektion. Das heißt, wir wollen die Guten von den Schlechten trennen. Dafür machen wir eine Close Without Saving. Und hier machen wir mal das. Dafür machen wir eine ganz schöne Methode, die da heißt Kill. So, diese Funktion ist einer der wenigen, die überhaupt Parameter reinnimmt. Denn wir wollen sozusagen uns die Möglichkeit offen halten, uns eine Rate zu wählen. Also, man muss sich das Ganze so vorstellen. Wir haben jetzt unsere Liste an Individuen. Stellen wir uns das einfach mal so vor, wie eine Aufreihung von, weiß ich nicht, Tieren oder so. So. Die von links nach rechts gesehen sozusagen das linkeste Tier, das ist das Beste, und nach rechts ist das ganz schlechteste. So. Und wir gehen jetzt in dieser Liste entlang und sagen an irgendeinem Punkt, Stopp. So, wir gehen von links nach rechts entlang und sagen irgendwann Stopp. So. Und alle Tiere, die rechts von uns stehen, werden aussortiert aus unserem Experiment. So, und dieses Rate, was wir jetzt da einsetzen wollen, würden, ist die Rate, die wir halt töten wollen würden. Oder halt aussortieren, um das mal ein bisschen schöner zu formulieren. Das heißt, was wir machen ist, zum Beispiel 50% heißt, wir gehen die Liste halb durch und die restlichen 50%, also die unteren 50%, werden weggeschmissen. Wenn wir sagen, die Rate ist 10%, dann wollen wir halt 10% behalten. Nee. Alles bis Killer. Das heißt, wir wollen die 90% behalten und nur 10% aussortieren. Andersrum, wenn wir eine Rate von 90% haben, dann sortieren wir 90% der Individuen aus. Das wollen wir machen. So. Erstmal ein bisschen Sanity Checking. Das heißt, wenn die Rate kleiner ist als 0, dann sagen wir einfach Rate ist wieder Punkt 3. Also das heißt, Punkt 3 ist 30%. Beziehungsweise Punkt 3 ist eigentlich 0,3 und das ist 30%. Also, was wir jetzt machen ist, wir sagen ganz einfach, wir berechnen, wie viele Elemente müssen wir aus diesem Array aussortieren. Und das ist ganz einfach, nämlich ein self.size mal Rate. Also, wie viele Elemente wollen wir in diesem Array noch drin behalten? So, Killer. Ich habe das... Nee, Kill Rate, richtig. Wie viele Elemente wollen wir rausschmeißen? Oder? Das werden wir gleich sehen, wie viele noch übrig bleiben. Ob bei 0,37 übrig bleiben oder 3. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall. Richtig. Wir sagen einfach, wir suchen uns halt raus, wie viele wir töten wollen. Das ist logischerweise bedingt, wie viele Elemente wir haben. Wenn wir 100 Elemente haben, wollen wir 30% töten. Heißt, 100 von 30 sind 30. Und wenn wir nur 2 Elemente haben, dann, gut, das ist 30%, das sind 1 wahrscheinlich dann. Naja, auf jeden Fall. Floor. Richtig. Genau. Und dann, was wir machen, ist, wir sagen ganz einfach, self.pop ist gleich, jetzt kommt ein kleiner Python-Trick, den ich euch zeige, self.pop.
Und zwar heißt das Ganze nur bis zum Index Killer. Also zum Beispiel, wir sagen, was weiß ich nicht, es ist die Überlebensrate. Bis zum Index. Ja, es ist die Rate, die wir self.size mal. Wir werden es gleich sehen. Genau, also, was wir jetzt hier machen, ist evaluate und population.kill. Wie gesagt, wir lassen einfach mal die Rate 30 drin. Und jetzt kommt list reverse operator has no attribute get item. Self.popkiller. Oh, das ist ein reverse, das ist eine reverse list. Das ist, wie gesagt, ich gucke das nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Dann war es doch, wie gesagt, die Kill Rate. Das heißt eigentlich, die ersten 3 schmeißen wir raus, oder? Ja, die ersten 3 werden rausgeschmissen. Ist das richtig? Falscher Hashtag. Was haben wir denn? Da. Distance 5. Ja, die letzten 3 werden rausgeschmissen. Deswegen ist die nicht umgedreht. Okay, die letzten so und so viel werden rausgeschmissen. Perfekt. Das heißt, die Umdrehung der Liste war so Blödsinn. Genau. Also, das heißt, wir drehen die Liste nicht um. Genau. Und sagen dann, die ersten 30% werden aussortiert. Richtig, das sind ja dann, also das heißt, die Liste ist von schlecht nach gut sortiert und die ersten so und so viel Prozent werden aussortiert, weil wir dann einfach nur 30% die Liste durchgehen und die linken 30% werden aussortiert. Okay, perfekt. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist in dieser Folge, ich glaube, die Evaluate-Funktion haben wir richtig. Also die Evaluate-Funktion haben wir jetzt, wie gesagt, fertig implementiert. Das heißt, wir haben diese Sache, die Population sortiert mit einer recht leichten Funktion. Die müssen wir nicht verstehen. Also, was ihr machen könnt, logischerweise, ist eure eigene Funktion sozusagen zu implementieren. Aber was diese Sache eigentlich macht, ist folgendes. Population.pop.sort hat die Möglichkeit, mit Key aufgerufen zu werden. Key ist dann der Schlüssel, nach dem sortiert werden soll. So. Und dieser Schlüssel wird sozusagen halt aufgerufen und in unserem Falle ist das das Attribut Score des jeweiligen Individuum-Objekts. So. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen hier nicht den Attribute-Getter einfügen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, einen Method-Getter einzubauen. Dann würde man das Ganze über eine Methode machen. Klar. Wie gesagt, wer das Ganze genauer wissen möchte, der schaut einfach mal bei Python Sort, also die Sort-Funktion, nach. Da gibt es, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, wie man die Sache konfigurieren kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch die Liste umzudrehen. Wie genau das geht, kann ich theoretisch gesehen in der nächsten Folge noch nachliefern. In unserem Falle war es aber nicht nötig. So, was wir dann nachgemacht haben, ist, wir haben gesagt, also nachdem wir die Liste halt sortiert haben, von schlecht nach gut, haben wir gesagt, wir töten oder wir schmeißen die so und so viel Prozent des Schlechtesten raus und gucken uns sozusagen nur den hinteren Teil des Arrays an. Nämlich den mit den Guten. Dabei haben wir eine Kill Rate definiert von zum Beispiel 30%. Das ist okay. Wir können theoretisch gesehen hier auch sagen, wir wollen das nicht 10% nur umbringen. Dann haben wir logischerweise mehr. Oder wir sagen, wir wollen 90%, dann haben wir nur einen. Das ist eine recht einsame Population. So. Genau. Das wollen wir rein theoretisch gesehen machen. So. Das ist der Schritt Nummer 2. Das heißt, natürliche Selektion, check. So. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt in unserem evolutionären Algorithmus noch übrig bleibt, ist diese Repopulation. So. Was ich damit, wie gesagt, meine ist, wir werden in der nächsten Folge eine Funktion erstellen, die sozusagen die getöteten Elemente, also diese 60% oder wie viel wir da aussortiert haben, auffüllt mit neuen Individuen. So, das ist in der Tat ein
Thema, das doch etwas komplizierter ist, als es vielleicht scheint. Denn wir werden dafür ein bisschen mehr Wissen brauchen. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie man es implementieren möchte, kann man das Ganze so machen, wie man möchte. Das würde ich sagen, war es für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Mamazu.